sondern weitermachen. Bei mir muss ich noch gucken, dass ich die richtigen Leute aufstelle einfach. Wahrscheinlich hätte mir jetzt ein, mein Wummer mir besser getan als mein Kavalan, Sass. Dann hätte ich das Talentflame wahrscheinlich irgendwie down gekriegt. Ich mache nochmal weiter. Wir machen mal weiter mit dem Kämpfen. Ich werde das dann dementsprechend schneiden. Und ich werde nicht aufgeben. Und ich werde nicht aufgeben. Drei Niederlagen. Es ist aber nicht... Ich weiß, dass ich Fehler mache. Keine Frage. Aber es ist auch wirklich so... ein bisschen Unwissenheit einfach. So von wegen, das ist ein schnelles Pokémon. Sein Talonflame. Also ich kenne nur den englischen Namen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es deutsch ist. Ist einfach schnell. Ist einfach sauschnell. Da würde nur mein Blitzer gegen ankommen. Auch wieder hier haben wir wieder, wieder viele klassische Pokémon. Ich werde aufstellen. Mein Wummer werde ich aufstellen, aber nicht als erstes. Er wird als erstes... Ich meine, ich bin gegen sein Glurak bin ich gut, gegen sein Frosch, sein Wasserfrosch. Keine Ahnung, der Starter halt unten rechts. Gegen den komme ich mit meinem Blitzer auch gut an. Gegen sein Garados komme ich gut an mit meinem Pflanzen, mit meinem Wasser-Pokémon, also mit meinem Blitzer. Gegen drei würde ich da gut ankommen. Er wird wahrscheinlich mit seinem Knackruck starten. Habe ich irgendwie ein Gefühl. Ich nehme mal Wummer als erstes. Nimm dann Blitzer rein. Und als letztes nochmal trifft Zeppli. Komm, probieren wir's. Was holt er als erstes raus? Käfer Poison. Da muss ich Dark Pulse nehmen. Es ist zumindest effektiv dagegen. Ich setze Schwertanz ein. Kriegt danach noch, wahrscheinlich ist das ein 1 mit Tempo Boost. Ich hoffe mal, dass ich mit Finster auch wirklich viel Damage raushauen kann. Fast One Hit. Ach man. Tempo Schub. Es kann sein, dass es jetzt schnell. Es ist ja sowieso schneller gewesen als ich. Geht er davon aus, dass er mich. Ist er schneller als ich? Was würde er denn jetzt machen? Er könnte mit einer Käferattacke ankommen. Oder mit einer Giftattacke. Ich werde mal auf Blitzer wechseln. Weil ich hoffe, dass ich die Attacke aushalte. Blitzer hat Focus Sash. Er wird nicht gewonnen-hitted. Ich bin aber schneller. Hoffe ich zumindest mit dem Attack danach. Er macht sogar nur Schutzschild. Sehr gut. Temposchub. Sehr gut predicted. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass er Schutzschild macht, aber das ist schon mal eine gute Sache. Deswegen benutze ich jetzt Voltwechsel. Staffette. Ist Baton Pass. Er wechselt also. Jetzt geht er wahrscheinlich auf sein Knackruck, wenn er es aufgestellt hat. Damit er meine Elektroattacke aushält. Und gibt dem Knackruck natürlich auch einen Speed Boost. Was natürlich ungeheuerlich ist. Ich mach mal Delegator. Und es macht erst Erdbeben. Es ist schneller geworden als ich. Hab Focus Sash. Mach aber jetzt den Delegator, der mich töten wird. Genau, ich kann ihn gar nicht benutzen. Ich hätte... Ja, er ist ja schneller als ich. Also ich kann ja eh nicht mehr viel machen. Er wird jetzt... Ich mach mal Drift Zeppli. Ich hoffe, dass er jetzt wieder Erdbeben macht. Und mein Drift Zeppli ist geschützt vor Bodenattacken. Eisenschädel. Volltreffer. Überreste wirken. Oh Mann. Explosion. Ja, hätte verpassen müssen. Na, er ist einfach so schnell jetzt. Betonpass.
kann nur hoffen, dass ich die Attacke aushalte mit meinem Wummer, was ich aber nicht glaube. Macht einen Wutanfall, 120 Damage. Er wird meinen Wummer einfach erledigen, ja. Ach, Kerl. Ja, und da wird mein Blitzer jetzt auch nichts gegen machen können. Weil eben er durch seinen, oder sein Knackwack jetzt einfach so viel schneller ist als mein Pokémon. Hätte ich natürlich jetzt sowas gehabt wie Schutzschild, wäre es natürlich praktisch gewesen, aber hatte ich nicht. Aber daraus lerne ich. Ich will hier nicht aufhören, bevor ich nicht einen Kampf gewonnen habe, ganz ehrlich. Kidders. Kann nicht sein, dass ich hier mit meiner ganzen Teamplanung für die Katz war. Ja. Noch ein Kampf. Es kann nicht sein, dass ich mit meinem Team, was ich vorher hatte, was nicht wirklich gut trainiert war und so weiter, dass ich damit besser war als mit dem mit meinem jetzigen Team, wo ich schon ein bisschen geplant habe, ey. Ich werde jetzt mal einfach was werde ich jetzt machen? Ja, ich glaube, ich habe eine Idee. Schauen wir jetzt mal auf den Gegner. Wieder Japan. Es ist schön, gegen ganz viele Japaner zu kämpfen. Okay, wieder fast die gleichen Pokémon. Okay, er wird vermutlich mit seinem Klefki-Ding da oben links starten. Das ist Fee-Stahl. Da werde ich dagegen einsetzen. Ich nehme mal meinen Sorak, der ist das wieder. Das kannst du not auch rausswitchen. Dann nehme ich Knackruck mit. Der ist immer ganz gut, gerade gegen ein Feuer-Pokémon. Gegen das gegnerische Drachen-Pokémon, wo ich schneller sein werde. Und dann nehme ich mein Blitzer mit. Nehme ich das mit? Ich nehme mal wieder Drift Zeppli mit. Come on. Probieren wir's. Wir haben nichts zu verlieren. Der wird sich auch denken, what the fuck, was ist das für ein Team? Also die einzigen wirklich, die Sinn machen, also Blitzer ist eigentlich auch schon, wow, sehr an der Grenze. Klefki, ja, habe ich ja schon mal gut geraten. Wird er denken, hat er, dass ich eine Feuerattacke habe? Das Doofe ist, ich kann leider nicht one-hitten. Das nervt mich mit meinem Pokémon. Die können nicht one-hitten. Angeberei. Ey. Angriff erhöht, aber dafür verwirrt. Was natürlich blöd ist. Ich hoffe, ich greife mich nicht selbst an. Natürlich. Das kommt auch noch dazu, vor allem, dass ich mich jetzt so viel selbst verletze. Wieso verliere ich jetzt die Hälfte an HP, ey? Oh Mann. Ja, weil mein Angriff eben so hoch ist. Ja, jetzt gibt Delegator. Jetzt wartet er, bis ich mich selbst töte, wie es aussieht. Okay. Aber dass das Klefki auch schneller ist wieder als ich, das ist auch unglaublich, ey. Ja, machen wir mal weiter. Okay, vielleicht haben wir Glück. Yes! Wir haben ein Pokémon down. Wir führen 1-0 in einem Kampf. Unglaublich. Yeah, yeah, yeah. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht können wir mal gewinnen. Gudra. Drachen-Pokémon.
Und gegen Drachen ist eigentlich nur Drache und Fee gut. Oder Eis. Habe ich alles nicht. Ich mach mal. Vielleicht kriege ich die Attacke ja noch raus. Ein Verhöhner. Oder Verhöher. Ich glaube, Verhöher. Verhöhner. Dadurch muss er Angriffsattacken benutzen. Er kann keine Statusattacken benutzen. Und er hat mich nicht mal down gekriegt. Und ich bin schneller. Deswegen mache ich jetzt nochmal Finsteraura. Max Damage. Dark ist neutral gegen Drache. Er muss jetzt, wie gesagt, eine Angriffsattacke nehmen. Er kann nicht irgendwelche Statusattacken nehmen oder so. Er kann nicht seinen Angriff toppen oder wie auch immer. Ich kann Finsteraura nochmal richtig rausblasen. Er hat eine gute Special Death. Donnerblitz trifft. Alles klar, aber es ist langsam. Was unser Vorteil sein wird. Denn jetzt kommt Knackrack. Und es kommt nicht nur irgendein Knackrack, es kommt mega Knackrack mit Wutanfall. Und er muss mich angreifen, er kann keine Statusattacke benutzen. Und ich werde schneller sein. Da gehe ich stark von aus. Down. Er hat einen Beulenhelm. Ich kriege ein bisschen Schaden. Okay. Ich führe 2-1. Hype! Gegen Feuer-Pokémon. Feuer-Psycho. Mal gucken, wie stark unser Knackrack wird. Wenn ich schneller bin, ich muss schneller sein als er. Und dann kann ich einen Outrage, also einen Wutanfall raushauen. Mal gucken, wie viel Damage ich mache. Down! Knackwerk owns! Sehr schön. Erster Sieg hier. Das ist doch eine gute Sache, um hier aufzuhören. Lief nicht ganz so gut. Jetzt am Ende hat's mal geklappt, muss ich sagen. Also er war auch nicht so, er hatte nicht die besten Pokémon gegen meine jetzt einfach. Und dadurch habe ich jetzt gewinnen können. Dass man Zorak da Verhöhner einsetzt, war super. Ich werde das mal abspeichern. Weil er dadurch sein Gudra einfach angreifen musste und nichts anderes konnte. Sich nicht schützen konnte, sonst was. Das hat gut geklappt, deswegen habe ich Verhöhner auch dabei. Ich werde hier jetzt erstmal nicht weiter spielen. Ihr kennt ja meine Stats. 5-1, also 1-5. Aber egal. Ich versuche zu lernen, ich versuche weiterzumachen. Ich hau diese Videos jetzt en masse raus, oder ich versuche es zumindest. Ihr könnt dran teilhaben, ihr könnt drüber quatschen, wie auch immer, wie ihr wollt. Mir macht Spaß. Und demnächst werden wir auch sicherlich das eine oder andere Pokémon noch kriegen, wo ich dann auch euch währenddessen dann zeigen kann, worauf man achten sollte, wenn man sich ein Pokémon holt. Und wie man das am besten trainiert, es aussucht, also welches Pokémon nimmt und Wesen und IV-Training und EV-Training und wie auch immer. Alles gibt's beim nächsten Mal. Aber danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Pokémon X. Ciao.